Jimmy, dass du Zeit für uns gefunden hast, für das Interview. Und auch Ingo, cool, dass du auch da bist. genau, ich würde es vorschlagen, dass du, Jimmy, dass du dich vielleicht erstmal vorstellst, uns, wer du bist, woher du kommst. Genau, und vielleicht, was für deine Beweggründe waren jetzt für das Projekt Leuchtturm AD. Ja, hallo, servus Laurin, servus Ingo. Die Entstehung von Leuchtturm AD, das war eine große Vision, die im Dezember 2021 entstanden ist. Und besonders freut mich, dass Ingo gerade das Bild dahinter sich hat. Ja, weil das war ungefähr eine Woche nach der Gründung von Leuchtturm AD. Da haben wir uns in München, Ingo und ich, als erste Mitarbeiter des Leuchtturms so auf die Straße gestellt und haben mitgemacht bei der Demo und versucht, unsere Botschaft zu verteilen, dass wir uns, dass wir den öffentlichen Rundfunk herausfordern wollten zu einer aufrichtigen und ausgewogenen Berichterstattung. Meine Vorgeschichte ist die, dass ich halt vorher viele Jahre Geopolitik und Geschichte und auch Soziologie studiert habe in einem Privatstudium, um zu verstehen, warum wer hier eigentlich die Macht hat, warum die Welt ethisch so aus den Fugen geraten ist, dass immer noch Kriege sind im 21. Jahrhundert. Nach diesen Jahren der Forschung habe ich mir überlegt, dass die Medien eigentlich der Schlüssel sein müssten und dass wir da eine Bewegung gründen sollten, die Medien herausfordert zu guter Berichterstattung. Und vor diesem Studium war ich Filmproduzent für Kino. Okay. Ja, okay, alles klar. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen mehr von dem Konzept der Mahnwachen erzählen? Weil auf deiner Webseite steht es ja, dass da immer wieder Mahnwachen sind und genau, und halt wie oft die halt so stattfinden und wie viele Leute da so kommen. Genau, also das Spannende ist, dass wir haben ja angefangen und haben gesagt, wir machen einen Zahlungsstopp, weil es darf nicht sein, dass die Journalisten ihren den Medienstaatsvertrag nicht erfüllen, und haben einen legalen Weg gesucht für den Zahlungsstopp. Den haben wir dann auch immer auf der Webseite. Es ist auch jetzt noch so, dass wir die Leute unterstützen, wenn sie protestieren wollen mit einem legalen Zahlungsstopp. Aber wir haben erkannt, dass zu wenige sich das trauen, weil das ist auch mit Bürokratie verbunden. Und deswegen haben wir nach einem halben Jahr ungefähr im Sommer letzten Jahres, wir haben jetzt also genau Geburtstag mit den Mahnwachen, wir haben den direkten Dialog gesucht. Und das ist ganz wichtig, um mit dem Journalismus auch direkt in den offenen Diskurs zu gehen. Das ist eigentlich einer Demokratie würdig. Und obwohl wir meistens vor verschlossenen Türen gestanden sind, haben wir im Lauf dieser Monate geschafft, 4 bis 5 runde Tische mit dem öffentlichen Rundfunk und auch mit vielen Chefredaktionen von Zeitungen konnten wir Gespräche. Auch morgen ist wieder ein Gespräch mit einer Zeitung bei Augsburg. Das heißt, diese Gespräche führen dann dazu, dass wir unsere Position darstellen, wie einseitig die Medien sind, seitdem wir jetzt im Internet eigentlich multipolare Medien schon seit vielen Jahren kennen. Das ist auch der Grund, warum wir in der Corona-Zeit so gespalten waren, weil viele sich unterschiedliche Informationsquellen geholt haben. Ja? Und uns ist wieder aufgefallen bei diesen runden Tischen, dass viele der Redakteure, die wir ja mit unseren Beiträgen bezahlen, gar keine Erfahrung haben mit den interessanten Portalen im Internet, weil sie das pauschal, dadurch, dass es diffamiert wird, gar nicht untersuchen, ob da Qualität dahinter ist. Ja? Und bei diesen Gesprächen können wir die halt dann darauf aufmerksam machen, wie qualitativ hochwertig die sind. Ja? Wir haben Leute wie Paul Schreier oder Dirk Pohlmann, die hervorragende journalistische Arbeit machen im Internet. Und dadurch schlagen wir eine Brücke. Ja? Diese Brücke ist ganz wichtig, das merken wir jetzt nach über einem Jahr. Deswegen fordern wir auch immer alle auf, helft uns, damit wir mehr werden, dass der Druck sich erhöht. Die Journalisten sind beeindruckt, dass wir nach einem Jahr immer noch vor ihren Häusern stehen, obwohl wir teilweise im Durchschnitt nur so 5 bis 20 Leute sind. Ja.
Aber wir meinen es ernst, wir haben klare Botschaften, wir schreiben immer Briefe, wir rufen die Redaktionen an und dadurch bildet sich auch eine Beziehung zu den Redaktionen. Denn jeder kann in seiner Heimatstadt da Verantwortung übernehmen und das hat sich jetzt bewährt, dadurch, dass wir auch im Rundfunkrat diskutiert werden, dadurch, dass die Bürgerinitiative halt auch von vielen Medien aufgegriffen wird und diskutiert wird. Dadurch werden die Journalisten immer mehr mit einem schlechten Gewissen konfrontiert, dass sie eigentlich den wahren demokratischen Diskurs bisher viel zu wenig suchen, mit der ganzen Bewegung. Ja, bei uns in Freiburg gab es auch schon ein paar Mahnwachen. Die hatten sogar schon mal eine vor der BZ gehabt, vor der Badischen Zeitung. Und da war es dann tatsächlich so, dass einer von den Redakteuren auch rausgekommen ist und ja, so ein bisschen irgendwie versucht hat, das Gespräch zu suchen auch. Das war echt interessant. Ja, man ist sich schon so ein bisschen so ins Gespräch gekommen, so, aber man hat trotzdem gemerkt, so, ja, also derjenige, der Redakteur hat sich dann versucht, so zu rechtfertigen, ja, es ist doch gar nicht so schlimm, wie er sagt und so. Und letzten Endes, ja, also halt das, was in der Corona-Zeit berichtet worden ist und wie die Medien in dieser Zeit halt, ja, die. Wie sagt man denn, die Berichte geschrieben haben in den Zeitungen und so. Genau. Ja, Und ein ja, bisschen das war auf jeden zwangsläufig. Fall interessant zu sehen. Und eigentlich waren wir alle froh, dass es wenigstens ja so ein bisschen ein Gespräch zustande gekommen ist, weil wir hätten eigentlich nicht gedacht, dass da überhaupt ja ein Redakteur jetzt da rauskommt und dann sozusagen so ein bisschen so ja, das Gespräch sucht. So. Ja, Ja. das ist wirklich etwas, was wir fördern müssen. Und das Engagement der Partei, die Basis ist ja auch sehr Richtung Direktdemokratie und Richtung Machtbegrenzung und Achtsamkeit. Da ist es ganz wichtig, dass man den Dialog sucht. Und das kann Ingo vielleicht ein bisschen erzählen, weil er sich dann immer mehr auch in der Basis engagiert hat. Was für einen Vorteil das hat, auch mit den demokratischen Strukturen der Basis da auf die Medien zuzugehen. Ja. Also ich bin der Ingo. Hi, grüß dich, Laurin. Ich bin seit 2 Jahren bei der Basis und ja, sozusagen gar nicht so lange, bevor der Jimmy und ich uns über die Basis auch kennengelernt haben. Und wir sind sozusagen bei einem Spaziergang, wir nennen das hier Walk and Talk. Das findet alle 2 Wochen statt in Starnberg. Ja, da sind wir mal, ich glaube, einen ganzen Spaziergang nebeneinander gelaufen und das fand ich doch alles sehr spannend. Und ich habe das noch alles nicht so gesehen gehabt, aber nach dem Gespräch musste ich doch sehr stark nachdenken. Und das hat mich so gepackt und wirklich, du Jimmy, du hast da einfach auch so eine Drive, so einen Drive und eine Power, das voranzutreiben. Dass ich gesehen habe, ja, das kann Sinn machen und das kann auch größer werden und habe dann einfach auch versucht, das, soweit es irgendwo geht, zu unterstützen. Wir haben angefangen hier im Hintergrund, da sieht man die Ludwigstraße in München, da hat der Jimmy erste Sprechübungen gemacht. Das bedeutet, der Jimmy hat sich ein Mikrofon an das Jackett oder ans Hemd geklemmt und ich habe gefilmt. Sonst hätten wir ja gar nichts gehört, mitten in der Demo. Und dann abends hat der Jimmy das dann schnell zusammengeschnitten und morgens war es dann schon online, weil der Jimmy da sehr gut ist im Zusammenschneiden. Also das war wunderbar. Ja, Und cool. nach einigen Malen hat der Jimmy dann tatsächlich quasi fast eine durchgängige Rede hinbekommen. Das war wunderbar. Super. Und heute, Jimmy, wie hast du das gemacht? Ja, ich bin eigentlich ein schüchterner Toll. Typ. Naja, gut, und dann haben wir halt verschiedene Schritte miteinander durchgemacht. Und jetzt letztes Jahr habe ich halt gesehen, hier im Kreisverband Starnberg gab dann also die Vorstände. Irgendwann ist es auch mal genug. Das bedeutet, da musste auch eine Veränderung herkommen. Und das heißt, der Vorsitzende ist gegangen. Und dann habe ich gesagt: Okay, eigentlich wollte ich ja Stellvertreter machen. Aber der Stellvertreter wollte ja auch nicht Vorsitz machen und dann bin ich sozusagen von 0 auf 100 direkt
durchgestartet und aber habe versucht auch Leuchtturm AED nicht zu vernachlässigen, weil das doch eines meiner wichtigsten Anliegen ist. Und da sehe ich durchaus auch die Basis als eine Riesenchance an, weil die Basis ein Netzwerk hat, Netzwerk bietet und auf die Weise auch die Möglichkeit da ist, einfach die anderen Kreisverbände anzusprechen. Jetzt mal her, wir haben hier ein wichtiges Projekt und wollt ihr nicht auch mal das unterstützen? Und bei euch gibt es auch einen Rundfunk oder vielleicht sogar ein Medienhaus. Und wir haben angefangen mit den Mahnwachen. Und dann haben wir gesehen, also das war auch hier in Garting, also Starnberg, haben wir sozusagen gesehen, okay, wir haben ja jede Woche Spaziergänge. Und die Spaziergänge, was machen die denn? Und dann haben wir angefangen, hier den Spaziergang zu nutzen. Und zu sagen, okay, wir schreiben einen Brief an eine beliebige Zeitung oder sowas. Am Anfang haben wir den noch persönlich hingebracht und inzwischen sagen wir, okay, alles unterschreiben und wir schmeißen es in den Briefkasten und ja, das bringt dann auch was. Aber interessant, dass die Zeitungen, also die größeren Zeitungen von München hier, erst anfangen zu reagieren, wenn wir die eingescannten Briefe, bei denen wir sozusagen immer das Angebot machen, in einen Mediendialog, wie wir sagen, einzutreten, wenn wir unterschriebenen Briefe dann auf einen sehr großen Verteiler setzen. Also wir schicken eine Mail einmal die Woche an die gesamten Mitglieder hier des Bayerischen Rundfunksrates. Und selbige Zeitungen, zwei Tage später, nachdem das raus war, haben sie reagiert, haben sie gemerkt, so nicht, die machen hier richtig ernst. Ja. Und das ist eine schöne Sache. Also hier eine größere Zeitung von München oder Bayern, kann man sagen. Beispielsweise, ich habe mit denen heute auch gesprochen, wenn ich da am Empfang anrufe, dann komme ich da nicht mehr durch. Das bedeutet, vermutlich geht bei denen eine rote Lampe auf. Dann sagen die, erst tut mir leid, Herr Scharf, wir können Sie leider nicht durchstellen. Das Gute ist, dass irgendwann habe ich mal mich durchstellen lassen zur Assistentin der Chefredaktion. Mhm. Und die habe ich heute mal angerufen und habe gesagt, was ist denn jetzt hier los? Es geht ja so nicht weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, ich werde mich mal darum kümmern. Das tut ihr aber leid. Ja. Okay. Das ist jetzt alles, das wird schon ein bisschen zur Realsatire. Mhm. Aber im Prinzip haben wir viele Leute zum Glück, oder Jimmy, die ihrerseits auch entsprechend unterwegs sind und wirklich auch mit viel Hartnäckigkeit hinterher sind, dass die Redaktionen und auch die Rundfunkhäuser, die Funkhäuser reagieren. Und das führt auch dazu, also hier zum Beispiel vor dem Bayerischen Rundfunk, da haben wir die erste Mahnwache vor jetzt kurz knapp über einem Jahr gemacht. Und der Klaus, der dort immer steht, der hat es inzwischen geschafft, dass er im Prinzip auch die ganzen Mitglieder, die ganzen Redakteure quasi kennt, beziehungsweise sogar den koordinierenden Redakteur. Mhm. Und da also wirklich jede Woche auch ein schriftlicher Kontakt besteht, die kennen sich inzwischen. Und so muss es sein. Wir müssen ins Gespräch kommen und es geht ja immer über die persönliche Schiene. Und das ist dann wunderbar. Dann kann man auch irgendwo von Mensch zu Mensch reden und dann merkt man, okay, die haben ja ein legitimes Anliegen. Mhm. Gibt es jetzt von eurer Seite her so eine Einschätzung, wie viele Menschen sich jetzt da quasi gegen die GEZ-Gebühren quasi stellen, beziehungsweise im Leuchtturm ARD quasi da mitwirken oder halt da, ja? Ja, dazu kann ich sagen, wir haben jetzt über die Webseite so 50.000, 60.000 gesammelt, die sich gegen die GEZ wehren. Und wir gehen mit dem legalen Widerstand ja auch bis vors Verwaltungsgericht. Da haben wir über 150 Leute, die jetzt gemeinsam mit unserer Hilfe klagen vor allen Verwaltungsgerichten aller Bundesländer. Und in einem Prozess sind wir symptomatisch auch in die zweite Instanz, also beispielhaft in die zweite Instanz gegangen. Mhm. Die erste Instanz kostet immer so 300 Euro
Und deswegen muss man sich das dann auch leisten können. Ja? Die zweite Instanz kostet sogar vierstellig und da hat netterweise der Anwalt sich pro bono dafür eingesetzt. Ja? Ist aber ein spannendes Verfahren gewesen. Das war in München jetzt letzte Woche. Da gibt es in unserem Kanal dann auch ein Protokoll dazu und das Urteil steht noch aus. Es kommt jetzt diese oder nächste Woche. Aber wir erwarten dann natürlich nicht, dass wir auf der juristischen Ebene einen Erfolg erzielen, weil das würde ja von heute auf morgen die Finanzierung, Sicherheit des ganzen öffentlichen Rundfunks gefährden. Deswegen sind die Richter natürlich auf der Seite der öffentlichen Rundfunkanstalten. Aber wir setzen ein wichtiges Zeichen und insgesamt kann man sagen, dass diese Bürgerinitiative halt auch für die Basis den Vorteil hat, dass wir überparteilich und politisch neutral sind, ja, aber dass letztlich alle Parteien der Opposition davon profitieren, wenn wir einen offenen Diskurs haben. Ja. Denn jeder, der sich einsetzt für Demokratie, hat ein Interesse an einer funktionierenden Gewaltenteilung, ja, an einem mutigen Journalismus, der die Regierung kritisiert und der einem aufklärt über die Inhalte. Deswegen auch der Name Leuchtturm, dass wir Orientierung erwarten vom öffentlichen Rundfunk. Wir erwarten vom zukünftigen öffentlichen Rundfunk, dass er eine Plattform der Orientierung sein sollte. Dafür würden wir dann auch gerne die GEZ zahlen, denn die GEZ hätte ja dann den Vorteil, dass wir weiteren Einfluss durch private Konzerne wie zum Beispiel Google Alphabet, die liebend gerne die Tagesschau sich einkaufen würden, dass wir das verhindern können mit unserem Geld. Das ist wie ein Crowdfunding. Ja? Deswegen sind wir im Endeffekt für eine freie Medienwelt auch Befürworter der GEZ. Denn was wir abschaffen müssen, ist nicht die GEZ, sondern die Desinformation. Das ist eigentlich für die Demokratie förderlich und für die Opposition. Und davon profitiert jeder. Deswegen ist unser erster Auftrag eigentlich, eine Allianz, ein Netzwerk zu gründen, dass jeder, der mithelfen kann, sich einsetzt für diese aufrichtigen, ausgewogenen Medien. Denn das ist auch der gemeinsame Nenner, den wir alle haben. Wir wollen unsere politischen Ideen offen und öffentlich diskutieren können. In einer Plattform, die auch von allen gesehen wird. Momentan haben wir das Problem, dass wir nicht diese Plattform haben, dass wir diskriminiert werden, diffamiert werden, totgeschwiegen werden in der Blase des Internets, trotz der teilweise hohen Qualität von den Nachrichtenportalen dort. Genau, meine nächste Frage wäre halt, also inwiefern es überhaupt möglich ist, die GEZ quasi auszusetzen, beziehungsweise man kann es ja nicht direkt aussetzen, sondern nur hinauszögern ja sozusagen. Und halt, oder weil man muss ja dann schon mit Strafen rechnen, oder wie ist das so im Praktischen so sozusagen? Laurin, es ist ja, entschuldige Jimmy, wenn ich dich unterbreche, aber Laurin, es ist ja so, dass wir es gar nicht wollen. Es gibt sicher Möglichkeiten, also es gibt ja auch Stammtische, die sich wirklich um das Thema bemühen, dass sie einfach nichts mehr zahlen. Wir wollen zahlen, wir wollen viel weniger zahlen als heute, weil die Zahlungen, die Summen sind einfach unerträglich. Es ist das teuerste Medium, also öffentlicher rechtlicher Rundfunk weltweit. Wie viel war das? 8 Milliarden? Auf jeden Fall eine prima Leistung, also sprich ein ausgewogen staatsferner, multipolarer Rundfunk kann auch für viel weniger möglich sein. Und um das zu erreichen, arbeiten wir ja mit dem Michael Mayen, Professor von der LMU, eng zusammen, Medienprofessor, der auch Konzepte erarbeitet hat und uns auch begleitet, mit dem wir überzeugt sind, dass es möglich sein wird, auch eine entsprechende Neutralität aufrechtzuerhalten, weil es natürlich immer gefährlich ist, dass sowas schnell wieder gekapert wird. Ja, okay. Genau, und deine Frage wegen den Gefahren, die haben wir ja bei dem legalen Zahlungsstopp extra ausgeschlossen. Und wie du richtig sagst, dadurch kann man die GEZ nicht ganz loswerden, sondern es ist ein symbolischer Protest, der eben das Widerspruchsverfahren anwendet. Wir können uns wehren mit Widerspruchsbegründungen gegen den Festsetzungsbescheid.
Das ist also ein bürokratisches Verfahren, was wir da verfolgen. Und wenn wir widersprechen damit, dass die Ausgewogenheit des Medienstaatsvertrags nicht erfüllt wird, dann bekommen wir einen Widerspruchsbescheid, mit dem wir dann das Recht erlangen, vor das Verwaltungsgericht zu treten. Und erst nach Ende des Verfahrens oder eben nach Ablauf des Widerspruchsbescheides kommt dann der Fall, dass irgendwann ein Gerichtsvollzieher eingeschaltet wird. Das heißt also, man hat viele Monate Zeit, bevor man wirklich mit Strafen zu rechnen hat, weil das ein legales Widerspruchsverfahren ist. Und jeder kann dann selber entscheiden, ob er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Also ich persönlich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Deswegen werde ich auch mit dem Gerichtsvollzieher zu tun haben. Aber das ist nicht der Weg des Leuchtturms. Die meisten Leute haben Angst vor dem Gerichtsvollzieher und gehen eher in diesen Protest, bevor der Gerichtsvollzieher dann eingeschaltet wird. Okay. Was für Rückmeldungen gab es denn jetzt so in der Vergangenheit oder halt bis jetzt so momentan, also von Leuten, die quasi dem Leuchtturm AD beigetreten sind? Also war das also überwiegend positiv oder ja? Wie ist deine Erfahrung da, Ingo? Meine Erfahrung ist, die Fragen kommen eigentlich wöchentlich, also München steht auf, sind sehr viele dabei, weiterhin. Und sagen, okay, im Moment ist es sozusagen der und der Zustand. Und dann erkläre ich denen immer, wie sie weitermachen können. Weil interessanterweise kriegt man ja erstmal eine Mahnung, dann kriegt man eine Festsetzung. Bei einer Festsetzung steht schon drin, Inkasso und sonst was, was alles zu erwarten ist. Ist nicht zu erwarten, sondern da hat man noch die Möglichkeit zu reagieren. Nämlich man schreibt hin, ich bin nicht einverstanden mit denen, ihr kriegt eine Begründung. Also innerhalb von 4 Wochen muss man reagieren. 4 Wochen später kann man denen eine Begründung hinschicken, dass man mit dem Inhalt nicht einverstanden ist zum Beispiel. Kann man jede beliebige Begründung schreiben, kriegt man etwa 1-2 Monate später, kriegt man wieder einen Festsetzungsbescheid. Und dann macht man das gleiche Spielchen erneut. Und dann dauert es normalerweise 3-4 Monate, bis man eine Ablehnung der Begründung bekommt. Das bedeutet, die schreiben, ihre Begründung ist nicht in Ordnung oder ist für uns nicht ausreichend, weil das, was auch die Gerichte später immer sagen, dass sozusagen eine Kritik am Inhalt nicht vor der Zahlungspflicht befreit. Und ja. Also dann kann man sich überlegen, wenn sozusagen die Ablehnung kommt, ob man dann wirklich zahlt oder eben nicht, so wie es der Jimmy macht. Manche gehen dann auf den Weg, da habe ich heute wieder einen Fall gehabt, die dann sagen, ich mache eine Teilzahlung. Das bedeutet, die zahlen dann 20 Euro. Ja. Und in dem Moment ist es tatsächlich so, dass die GEZ ein bisschen durcheinander kommt. Okay, ja. Ja, und generell kann man sagen, dass wir natürlich hier eine wirklich sehr große Vision haben, indem wir sagen, wir als Bevölkerung und vor allem auch wir mit oppositionellen Ideen, wie wir unsere Zukunft, unsere demokratische Zukunft gestalten wollen, da wollen wir natürlich gehört werden, ja, und das ist natürlich so, dass dann nicht jeder diese Vision bisher also das Vertrauen hat, dass wir den öffentlichen Rundfunk wirklich auf unsere Seite oder auf die Seite des Pressekodex bringen können, weil viele sind natürlich in ihrer Wut und in ihrem Zorn gegen einen öffentlichen Rundfunk, der in den letzten Jahren da versagt hat bei dieser Ausbildung. Er hat das Vertrauen verloren der Bevölkerung. Und deswegen sind wir mit diesem Gesprächsangebot im Endeffekt in der Minderheit. Ja? Das heißt, wir müssen auch innerhalb der Bewegung die Leute überzeugen, dass wir den Zorn etwas nach hinten stellen sollten und an unsere Zukunft auch als Land und als Demokratie denken sollten. Denn eine funktionierende vierte Säule ist halt die Essenz einer Demokratie. Und dieses Vertrauen müssen wir mühsam aufbauen, ja, dass wir da auch eine Stimme erheben können. Und unsere Taktik ist halt die, dass wir möglichst breit diese Stimme machen, dass wir eine gesellschaftliche Relevanz uns erarbeiten, dass der öffentliche Rundfunk reagieren muss.
und dann letztlich zum Medienstaatsvertrag wieder zurückkehrt. Kurz zur Interviewzeit. Wir haben jetzt noch knappe 7 Minuten, bis das Zoom-Meeting quasi abstürzt. Weil es ist ja begrenzt, wir haben eine bestimmte Zeit nur, weil es ist kein Premium, genau. Jimmy, interessant wäre vermutlich, dass du nochmal erzählst, und zwar diverse Redakteure sind ja schon zu uns gekommen. Das heißt, die sind ausgetreten und zu uns gekommen und haben berichtet, was wirklich gelaufen ist. Ja. Und es ist so, dass wir zunehmend auch hören, wie froh die sind, dass es uns gibt. Ja, das ist besonders bewegend, wenn die Redakteure an unserer Mahnwache vorbeigehen und uns zuflüstern, danke, dass es euch gibt, wir brauchen euch, denn laut können wir das leider nicht sagen, weil sonst gefährden wir unseren Job oder unsere Position innerhalb des Apparates. Daran sieht man, dass da Hierarchien sind in den Medienhäusern und es gibt sehr wenige, die sich mit dem Namen äußern und Kritik äußern. Es gibt da die Webseite Meinungsvielfalt.jetzt von Ole Skambrax. Dort können Whistleblower anonym aus den Häusern berichten. Das heißt also, wir sind auf mehreren Ebenen vernetzt, dass wir hier unsere Rechte einfordern, sowohl eben über die Gerichte als auch über die Mitarbeiter. Denn letztlich ist jeder Journalist auch ein Mittelständler, wie wir alle, hat eine Familie und als Familienväter und Familienmütter haben wir alle dasselbe Interesse für eine friedliche und demokratische Zukunft. Deswegen müssen wir vor allem im Dialog dann diese Differenzen oder dieses Nichtwissen oder die Diffamierungen ausgleichen, ja? Dass wir eben aufklären, auch über globale Interessen, die letztlich hier Druck auf Europa ausüben. Deswegen glaube ich, dass es nur in einer Partnerschaft mit dem Journalismus geht und der öffentliche Rundfunk ist da halt unser Hebel. Das ist eine große Chance, die wir politisch haben, dass wir die Gewaltenteilung hier restaurieren und die vierte Säule könnte dann natürlich auch Einfluss auf die dritte Säule haben und gerade eine kleine Partei wie die Basis hat den Vorteil, dass die Werte, die von der Basis, wie Achtsamkeit, Machtbegrenzung, das ist ja etwas, was wirklich eine viel größere Mehrheit hätte. Ja? Das muss halt mehr transportiert werden. Also ich glaube, wir haben alle ein Recht auf eine ehrliche und ausgewogene Diskussion und einen Diskurs darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Deswegen, ich kann nur alle immer aufrufen, helfen wir alle zusammen und der gemeinsame Nenner ist aufrichtige Medien und gemeinsam können wir da Druck ausüben. Ja, ich hätte jetzt noch 2 wichtige Fragen, die ich schon noch gern stellen würde. Und zwar, wie es mit den GZ-Gebühren in anderen Ländern aussieht und ob es in anderen Ländern auch Gegenbewegungen gibt. Das kann ich kurz sagen, weil ich ja im Bayerischen Landtag sprechen durfte, im Ausschuss für Reformbedarf des öffentlichen Rundfunks. Und dafür habe ich 18 Länder untersuchen sollen, 18 Rundfunke, öffentliche Rundfunke aus Europa und aus Übersee. Dabei war auffällig, dass der Grundgedanke immer gleich war. Man wollte einen Rundfunk schaffen, der halt objektiver ist und nicht von kommerziellen Interessen beeinflusst. Aber leider sind eigentlich in all diesen 18 westlichen Ländern letztlich sind die westlichen Interessen, haben sich einseitig durchgesetzt, sodass der Journalismus da einseitig geprägt ist. Ja? Und in Frankreich wurde zum Beispiel die GEZ abgeschafft letztes Jahr und zu einer Steuer gemacht. Da gab es interessanterweise gar keinen Aufschrei in der Bevölkerung. Denn ich hätte eigentlich erwartet, dass die Franzosen erkennen, dass dadurch ihr Zugriff auf den öffentlichen Rundfunk von Frankreich viel geringer wird. Es gab aber, obwohl die ja eine große Protestkultur haben, da keine Proteste. Daran sieht man, dass die Medien das halt auch sehr gut steuern können, inwieweit Proteste stattfinden. Die können sie kleinreden oder eben verhindern. Ja. Und ich weiß, dass
in Österreich die Bewegung wächst. Wir arbeiten sehr eng mit Österreich und auch in der Schweiz mit medienboykott.ch. Das ist eine ganz spannende Initiative, die gerade eine Klage eingereicht hat gegen die Redakteure und auch gegen die Serafe. Das ist das Gegenstück zum Rundfunkbeitrag, dass hier einfach auch die Rundfunkstaatsverträge in der Schweiz auch nicht eingehalten werden. Also gerade unsere Nachbarländer sind da genauso betroffen wie wir. Was könnt ihr zum Abschluss noch den Zuhörern mitgeben? Also wie können sie unabhängige Medien fördern? Also der beste Abschluss ist eigentlich, dass wir jetzt dass jeder in seiner Heimatstadt tätig werden kann. Deswegen ist es auch so interessant, das Netzwerk von der Basis, weil ja es überall Kreisverbände existieren. Aber auch jeder einzelne Bürger kann in seiner Heimatstadt Verantwortung übernehmen, denn es gibt ja in jeder Stadt Aktionen, die Widerstand leisten, wie zum Beispiel die Spaziergänge. Und die können die lokalen Journalisten einladen. Und dafür haben wir jetzt vor ein paar Tagen eine App entwickelt. Die können wir theoretisch hier noch in den Link reinschicken. Ja. Mit dieser App, eine kostenlose App, können wir die Veranstaltungen in unserer Heimatstadt dokumentieren. Das ist wie ein Demokalender. Und das Besondere an diesem Kalender ist, dass man jeden Event mit einem Knopfdruck auch mit einer Einladung an die lokalen Medien verbinden kann. Ja. Das heißt also, das ist eigentlich eine Möglichkeit, den Widerstand noch geschlossener sichtbar zu machen in einer App, in der man auch schauen kann, was findet in meiner Heimatstadt statt. Und wenn ich was weiß, was nicht in der App ist, kann ich es selber reinschreiben. Ganz tolle Sache, können wir verlinken. Cool, ja super. Ja, dann danke ich ganz vielmals für dieses tolle Interview und dass ihr Zeit gefunden habt. Ingo, willst du noch was sagen? Alles gut. Also, herzlichen Dank an Laurin. Ja, danke euch. Herzlichen Dank, alles Gute und danke, viel Glück euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao.